diesem offiziellen Dokument vom Robert-Koch-Institut sieht, lag der so wichtige Ehrwert, das heißt der Reproduktionswert, bereits seit dem 23.03.01. Die ganze Zeit wurden wir belogen, indem uns mitgeteilt wurde, dass dies doch ach so wichtig sei, diesen Wert unter 1 zu drücken. Anhand dieses Dokumentes ist belegt, dass alle Maßnahmen, die getroffen wurden, unrechtmäßig sind. Und alle, die damit zu tun haben, dies wussten und verbreiteten, müssen jetzt unter anderem ihre Immunität verlieren und eine entsprechende Anklage erhalten. Sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang. Busfahren nur noch mit Maske. Auch in Berlin kommt, wie in vielen Bundesländern, eine Maskenpflicht. Hier nur für den öffentlichen Nahverkehr. Andernorts gilt sie auch beim Einkaufen, beispielsweise in Hamburg und in Baden-Württemberg. Meine Landesregierung hat heute beschlossen, dass wir ab dem 27. April eine Pflicht einführen beim Einkaufen und im öffentlichen Personenverkehr Mund und Nase zu bedecken. In mehreren Städten gilt bereits seit längerem eine Maskenpflicht, in Jena etwa seit rund 2 Wochen. Hier wurde seit 12 Tagen kein Einwohner mehr positiv auf Corona getestet. Unklar ist aber weiterhin, wie das Virus bundesweit besiegt werden soll. Die sogenannte Durchseuchungsstrategie könnte die Krankenhäuser überlasten. Das Virus durch harte Maßnahmen in ganz Deutschland auszurotten, dürfte andererseits unrealistisch sein. Selbst wenn es uns gelänge, keine Fälle mehr in Deutschland zu haben, dann wird das Virus ja noch in der Welt vorhanden sein. Das heißt, wir müssen also, bis ein Impfstoff da ist, von dem wir alle nicht wissen, wann er kommt und ob er kommt, müssen wir letztendlich uns so verhalten, dass wir Infektionen vermeiden. Es gibt auch Bundesländer, die nicht mitmachen wollen bei der Maskenpflicht. Brandenburg etwa setzt weiterhin auf das Prinzip Freiwilligkeit. Dass wir weiter konsequent und diszipliniert sein müssen. Und je nachhaltiger die Reproduktionszahl unter 1 geht, umso mehr und nachhaltiger können wir auch wieder öffentliches, soziales, wirtschaftliches Leben entfalten. Das ist ja unser aller Interesse. In Deutschland ist die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus gesunken. Nach Angaben einer Statistik des Robert-Koch-Instituts RKI vom Donnerstag steckt jeder Infizierte nunmehr weniger als einen weiteren Menschen an. Die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 0,7. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht. Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei ungefähr 3 und am 8. April bei ca. 1,3. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte am Dienstag gesagt, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse diese Reproduktionszahl unter 1 liegen. Wieler hatte allerdings auch gesagt, für eine Lockerung der Maßnahmen sei nicht nur diese Zahl relevant, sondern auch der Anteil immuner Menschen in der Bevölkerung sowie die Kapazitäten des Gesundheitssystems. Es gebe derzeit noch keine Hinweise darauf, dass die Coronavirus-Epidemie in Deutschland eingedämmt sei. Es sei aber gelungen, sie zu verlangsamen, vor allem durch das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. In Deutschland ist die
Hallo Professor Dr. Stefan Homburg nach Hannover. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Finanzwissenschaftler an der Leibniz-Uni Hannover und dort Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen. Außerdem ein prominenter Politikberater. Sie haben unter anderem Kanzler Schröder beraten. Wir sind jetzt an einem Punkt der Corona-Krise angekommen. Da geht es jetzt weniger um Medizin als um Zahlen. Und Sie sagen, der Lockdown hat gar nichts gebracht. Wie belegen Sie das? Nun, der Bund hat ja ein eigenes Institut, um so etwas zu untersuchen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, kennt inzwischen jeder. Und nach einer neueren Studie des RKI ist diese Reproduktionszahl, die Sie nannten, also die angibt, wie viele neue Personen ein Infizierter ansteckt, ist vor dem Lockdown unter 1 gefallen. Also wir haben die Grafik anschaut. Ja, wir schauen sie uns jetzt mal an, wenn Sie sie ganz kurz erklären könnten. Ja, man sieht, die Reproduktionszahl ist erst ungefähr so bei 3,5, dann sinkt sie stark und am 20. März ungefähr sinkt sie unter 1. 3 Tage später dann erst kam der Lockdown, das war der 23. März. Und wenn man jetzt weiterschaut, dann sieht man, die Kurve bleibt mit kleineren Schwankungen so unter 1. Es ist nicht so, dass nach dem Lockdown die Kurve weiter runtergeht. Man kann deshalb zweierlei daraus schließen. Erstens, der Lockdown war nicht nötig, weil er schon unter 1 war. Und zweitens war der Lockdown auch nicht wirksam, weil er durch den Lockdown nicht weiter gefallen ist. Das heißt, dieser Lockdown, der der Wirtschaft höchstwahrscheinlich enorme Schäden beibringt, war vollkommen unnötig nach diesen amtlichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Ja, das ist für jedermann sichtbar und da braucht man auch kein Mediziner zu sein. Es geht, wie Sie richtig sagen, nur um Zahlen. R war vor dem Lockdown kleiner als 1, ist kleiner als 1 geblieben. Ja, und heute sogar bei 0,7. Ne? 0,7. Ja, in heutigen Zahlen ist R sogar auf 0,7 inzwischen. Das heißt, es ist auch noch viel unverständlicher als der Lockdown selber, warum man jetzt beschlossen hat, der Lockdown wird noch wochenlang weitergeführt. Aha. Ich meine, ganz kurz, bevor wir dazu kommen, wenn man sich die Grafik ansieht, dann sieht es so aus, als hätte die Epidemie in Deutschland den Höhepunkt weit vor dem Lockdown gehabt. Kann man das ist auch so. Kann man das so sehen? Also das ist, glaube ich, unstrittig. Der Höhepunkt der Infektion war in der ersten Märzhälfte. Und die Politik hat erst nicht reagiert, als dann dieser Höhepunkt kam, wie üblich, sie panisch geworden. Dann hat sie viel zu spät etwas gemacht, und zwar etwas, was überflüssig und, wie Sie richtig sagen, unglaublich schädlich war. Nicht nur für die Wirtschaft. Es geht nicht nur um die Wirtschaft, sondern es geht auch um andere Menschenleben. Es geht um Suizide, verschobene Operationen und dergleichen. Ja, und jetzt haben wir diese RKI-Grafik, die zeigt, dass der Lockdown überflüssig war. Also die Kanzlerin, ich muss das ab und zu nochmal erwähnen, die Kanzlerin verkündet einen Erfolg mit einer Zahl, die schon 2 Tage vor dem Lockdown erreicht war. Ja. Und das muss sie zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich wissen, oder? Es haben alle das gewusst. Also die Eliten wissen um den wahren Sachverhalt. Wenn Sie sehen, wie Herr Spahn als Bundesgesundheitsminister ohne Maske mit 12 Leuten im engen Aufzug ist, so ein Verhalten kann man überhaupt nur erklären. Er weiß, das Ganze ist für jemanden wie ihn oder Sie, Frau Predowitsch, oder mich überhaupt nicht gefährlich. Vor allem ist es schon längst abgeklungen, zusammen mit den Grippewellen, Rhinowellen und was wir sonst immer an Virenwellen haben. Zum Umgang mit Corona Teil 1. Wie schützt man sich richtig? So, dann gehen wir mal rein. Dankeschön. Teil 2, die Umsetzung. Herr Spahn, die Maske ist verkehrt rum. Wenn ich sie nicht hätte. Dankeschön. Gerne. Es bleibt nicht trivial. Stimmt aber nicht. Grün nach außen. Das war gemeint. Ja. Teil 3. Wie wieder raus? Auch aus dieser Situation. Wie
Wir befinden uns an dem Rand einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig bedeutende Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller. Wenn die Weltregierung erst einmal eingerichtet ist, wird keiner mehr in der Lage sein, die Pläne der neuen Weltordnung für die globale Bevölkerungsreduktion zu stoppen. Für diejenigen, die immun gegen die psychologische Programmierung sind, wurde bereits hunderte von FEMA-Lager außerhalb der Vereinigten Staaten errichtet. Für das Bestreben der Bevölkerungsreduktion. Keine Methode ist vom Tisch. Diese dunklen Erbauer beabsichtigen, eine Reihe von Biowaffenheimsuchungen auszulösen. Eine schlimmer als die andere, während zur selben Zeit der Polizeistaat immer weiter ausgeweitet wird, um planmäßig die Bevölkerung zu vernichten. Alles im Namen im Kampf gegen unsichtbare Terroristen. Und die Georgia Guidestones stehen heute als ein kaltes Testament für die heilige Mission der Elite. Ein Zwei-Klassen-System zu haben, in welchem die untere Klasse dazu gezwungen wird, ihr Leben als Sklaven zu verbringen. Bis 2020 wird es eine Weltregierung geben. Ray Kurzweil. Wenn die einzelnen Unionen errichtet sind, werden sie gleichzeitig vereint, um die erste planetare Regierung zu bilden. Sie versuchen durch diese Leute, jede Nation auf der Welt zu zerstören, was darauf abzielt, diesen Prozess zu befördern. Ursprünglich waren sie Landbesitzer. Sie brauchen nicht weiterzukommen, da sie das Land kontrollieren können. Wenn du die mächtigsten Männer in London nimmst, die den Räten angehören und dem Komitee der 300, die zu den Bilderbergern, wie du weißt, dem britischen Königshaus, den Guelfes, wie du weißt, zu den schwarzen Adelsstand von Venise und Genua gehören. Diese Leute, sie sind Landbesitzer. Die neue Weltordnung ist die alte Welt. Ich meine, sie haben nur die Namen geändert und die äußere Erscheinung angepasst, aber das Konzept ist dasselbe geblieben. Die Idee ist immer noch, die Männer tretend und schreiend in das Mittelalter zurückzubringen, in das Zeitalter nach der industriellen Weltordnung. Eines der am meisten schockierendsten Dinge für die Amerikaner ist die Tatsache, dass die Vereinten Nationen in einem Dokument, das die globale biologische Vielfalt bewertet, was 1995 veröffentlicht wurde und ganz klar als Folge zeigt, dass wir zu einem feudalen System zurückkehren müssen, um ein moderneres System zu fertigen, führten die Globalisten einen standardisierten nordamerikanischen Personalausweis ein, um ihre Leibeigenen aufzuspüren, zu verfolgen und zu kontrollieren, wie sie sich durch die drei Regionen der NAU bewegen. Aufgebaut auf der massiven Enthumanisierung, verursacht durch die Globalisierung. Hitlers Krieg tötete 22 Millionen. Allein während der Herrschaft von Mao Zedong sind mehr als 60 Millionen Kleinbauern getötet worden. Liste geht immer so weiter. In Guatemala wurden 300.000 unschuldige Zivilisten getötet. Mehr als 2 Millionen Seelen sind brutal durch die kambodschanische Regierung ermordet worden. 1,5 Millionen sind in der Türkei getötet worden. 300.000 in Uganda. Mehr als 800.000 wurden in Ruanda mit Macheten niedergemetzelt. Leider gibt es zu viele Beispiele von unschuldigen Familien, die durch die Regierungen ausgelöscht wurden, in einer industriellen Größe, um sie alle zu nennen. Es ist eine historische Begebenheit, dass der Staat die Ursache Nummer 1 für unnatürliche Tode ist. Wenn du dir die 150 Millionen Leute nimmst, die von mächtigen, geisteskranken Regierungen innerhalb des letzten Jahrhunderts getötet wurden und die diese Anzahl der verlorenen Seelen durch 100.000 teilst, würde das größte Sportstadion vollgepackt mit 100.000 schreienden Fans. Könnte man es 1.500 Mal füllen, das sind 1.500 Sportstadien vollgestopft mit jeweils 100.000 Menschen, alle vernichtet. Für alle, die denken, dass dies hier nicht passieren könne oder dass dir das nicht passieren würde, dann wurdest du gewarnt. For those who think it can't happen here or won't happen to them, you have been warned. Das kommunistische China ist eine modellgeplante Gesellschaft für die neue Weltordnung. China hat mehr Preise von den Vereinten Nationen für ihre Polizei und ihre Form der Regierung verliehen bekommen als alle anderen Nationen. Than any other nation. In the eyes of globalist planners, authoritarian China is the future. China hat die gefürchtete Ein-Kind-Richtlinie durch die Beeinflussung von einem Konsortium der Eugenik-Organisation adaptiert, welche beinhaltet geplante Elternschaft und den Vereinten Nationen.
Paare, die mehr als ein Kind haben, bekommen hohe Geldstrafen und Gefängnisstrafen. Die Praktik der gezwungenen Abtreibung, gekoppelt mit dem kulturellen Verlangen, ein männliches Kind zu haben, hat Schuld daran, dass China in eine tiefe Krise gefallen ist, wo nun 30 Millionen mehr Männer als Frauen leben. Der chinesische Polizeistaat hat alle Formen von abweichenden Meinungen rücksichtslos erdrückt. Untergrundkirchen, Falun Gong-Praktiker, streikende Fabrikarbeiter werden alle in ein Zwangsarbeitslager geschickt. Ihre Blut- und Gewebetypen sind katalogisiert in Vorbereitung zur Organspende. Die chinesische Regierung verkauft dann die Organe von den Gefangenen an den Höchstbietenden auf dem Weltmarkt. Wenn sich ein reicher Patient dazu entscheidet, nach China zu fliegen, wird der Gefangene getötet und die Organe werden implantiert. Wenn die Organe aus dem Land geflogen werden, werden die Organe von einem mobilen Exekutionswagen auf dem Weg zu dem wartenden Flugzeug extrahiert. Die sozialen Techniker von China schläfern alte Menschen und Behinderte energisch ein. China folgt dabei lediglich der Globalisten-Blaupause für die Welt. Dasselbe System der totalen Enthumanisierung wird still überall auf der Welt eingeführt. Entvölkerung sollte die höchste Priorität der auswärtigen Politik sein, in Richtung der Dritten Welt. Henry Kissinger, 1974. Gerade jetzt brauchen wir eine neue Weltordnung, aber es hat unterschiedliche Charakteristiken in unterschiedlichen Teilen der Welt. Bis jetzt war keines dieser erfolgreich, aber das ist für mich eine Art von Leitfaden, welcher eines Tages in den nächsten paar Jahren eine Lösung hervorgeht. Woher kommt diese Denkweise? Warum wollen die Elitären den größten Teil der Menschen töten, obwohl kein einziger Widerstand leistet, wenn sie bereits die totale Kontrolle erlangt haben? Welche Ideologie macht die Elitären zu Psychopathen? Seit Platos Zeiten, vor 2400 Jahren, haben staatliche Planer öffentlich ihre Begierde, jedes Detail des Bürgers zu kontrollieren, verkündet. Von Aufzuchtsprogrammen bis zur massiven Vernichtung von unerwünschten Personen. Der dunkle Traum geht auch nach dem Millennium weiter. Eugenik ist die Studie der sozialen Behörden, die die Rassenqualitäten für zukünftige Generationen, körperlich oder mental, verbessern oder beeinflussen möchten. Sir Francis Galton. Die wissenschaftliche Rationalität für Tyrannei war immer für die Elitären attraktiv, weil es eine zweckdienliche Ausrede ist, ihre Untergebenen schlechter als Tiere zu behandeln. Robert Thomas Malthus, berühmt für seine Aussage, dass ein massiver Nahrungskollaps hilfreich sein würde, weil es die Armen auslöschen würde. Sein fiktionales Szenario würde später eine malthusianistische Katastrophe genannt werden. Malthus ist wichtig, weil seine Ansichten ein neues wissenschaftliches Feld entstehen ließen, welche den Ablauf der nächsten 200 plus Jahre der Menschheitsgeschichte beeinflussen würde. Charles Darwin, ein Verehrer des malthusianistischen Katastrophenmodells, entwickelte die Theorie der Evolution mit seiner Hauptansicht, dass nur die Fittesten überleben. Mit der Hilfe von T.H. Huxley, bekannt als der hartnäckigste, stärkste Unterstützer der Darwin'schen Theorie, rückten seine Ansichten in eine weite Akzeptanz unter den wissenschaftlichen Schlüsselkreisen, durch England und dann in die Welt. Darwins Cousin, Francis Galton, wird als Vater der Eugenik anerkannt, sah die Gelegenheit, die Menschheit zu verbessern, mit der Zuhilfenahme von den herrschenden darwinistischen Evolutionstheorie und wendete die sozialen Praktiken an, um den sozialen Sozialdarwinismus zu erschaffen. Die Familien Darwin, Galton, Huxley und Wedgwood waren so besessen von ihrer neuen sozialen Designtheorie, dass sie gelobten, ihre Familien würden sich lediglich untereinander paaren. Sie prognostizierten fälschlicherweise, dass sie in ein paar Generationen Supermänner produzieren würden. 1911 brachte die Rockefeller-Familie die Eugenik nach Deutschland. Über die Finanzierung des Kaiser-Wilhelm-Institutes, welches später einen festen Pfeiler im Dritten Reich darstellen würde. Auf der internationalen Eugenik-Konferenz 1912 in London wurde die Eugenik eine fixe internationale Idee und gewann Superstar-Status. Der futuristische und Bestseller-Science-Fiction-Autor H.G. Wells studierte Biologie unter den obersten Eugenikern und verstreute den Glauben überall in der Welt.
1916 startete H.G. Wells Geliebte Margaret Sanger ihre Promotion über die Eugenik in den Vereinigten Staaten. 1923 erhielt Sanger eine massive Finanzierung von der Rockefeller-Familie. Sanger schrieb an den Eugenikgenossen Clarence J. Gamble, dass Schwarze geworben werden müssten, die als Frontmänner für das Sterilisationsprogramm gegen die schwarzen Gemeinschaften dienen. 1924 schrieb Hitler Mein Kampf und verehrte die US-Eugeniker als seine Inspiration. Hitler schrieb ebenfalls einen Bewunderungsbrief an den amerikanischen Eugeniker und Umweltschützer Madison Grant, wo er sein rassenbasiertes Buch Die Erschaffung der bedeutenden Rasse seine Bibel nannte. 1924. Hitler entwickelte den Plan für die Massenvernichtung der Juden, welche er auch wie Grant untere Rassen und Behinderte nannte. 1927 traf die Eugenik die Allgemeinheit. Diese sogenannte Wissenschaft wurde an Schulen durch Wettkämpfe energisch durchgesetzt, in Kirchen und bei staatlichen Treffen. Die Kirchen konkurrierten in Wettkämpfen um große Geldgewinne, um zu sehen, wer in seinen Predigten die Eugenik am besten einbinden konnte. Die wichtigste Glaubensgemeinschaft erzählte dann, dass Jesus für die Eugenik ist. Innerhalb desselben Jahres verabschiedeten dann in den Vereinigten Staaten mehr als 25 Staaten die Gesetze zur Sterilisation und das oberste Gesetz entschied zugunsten der brutalen Sterilisationsrichtlinie, als Hitler 1933 die Macht erlangte. War sein erster Schritt gewesen, die nationalen Eugenikgesetze einzuführen, welche nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten aufgebaut waren. Der reuelose Eugeniker und UN-Häuptling Julian Huxley sagte, dass seitdem die Leiter der Eugenik die Umwelt- und Naturschutzbewegung gründeten, sie als Transportwerkzeug dienen sollte, um eine Weltregierung zu erschaffen. Ebenso wie H.G. Wells vorgesehen hat, dass diese Regierung von einer wissenschaftlichen Diktatur und von den Prinzipien der Eugenik geleitet werden sollte. Huxley erschuf die Welttierorganisation, WWF. Mit dem Gründer der Bilderberg, einem ehemaligen SS-Offizier, Prinz Bernhard, Niederlande, und Prinz Philipp, England. In dem Ereignis, dass ich wiedergeboren werde, würde ich als ein tödlicher Virus zurückkehren, um etwas dazu beizutragen, das Problem der Weltbevölkerung zu lösen. Prinz Philipp, berichtet von der deutschen Presseagentur DPA, August 1988. Aldous Huxleys Bruder, Julian Huxley und Autor des Buches Schöne neue Welt, hielt 1962, kurz vor seinem Tod, eine Ansprache in Berkeley. Er gestand ein, dass sein bestverkauftes Buch Schöne neue Welt, was er 1932 schrieb, nicht auf Fiktion basierte, aber auf etwas, was die Elite plante durchzusetzen. Und nun möchte ich hier kurz die Parabel Schöne neue Welt mit einer anderen Parabel vergleichen, welche erst vor kurzem in George Orwells Buch 1984 erschien. Ich bin dazu geneigt zu denken, dass die wissenschaftliche Diktatur der Zukunft, und ich denke, wir werden sie in vielen Teilen der Welt haben, wahrscheinlich besser mit der Vorlage aus Schöne neue Welt übereinstimmend, als sie mit der Vorlage aus 1984. The scientific dictatorships of the future, and I think there are going to be scientific dictatorships in many parts of the world, will be probably a good deal nearer to the Brave New World pattern than to the 1984 pattern. They will be a good deal nearer, not because of. Sie wird eine bessere Übereinstimmung sein, nicht weil einige humanitäre Bedenken über die wissenschaftlichen Diktatoren hätten, aber einfach aus dem Grund, dass die Vorlage aus Schöne neue Welt wahrscheinlich ein wesentlich effizienterer Weg als der andere sein wird. Aber wenn du das Einverständnis bei den staatlichen Angelegenheiten der Leute hast, in welcher sie leben, der staatlichen Knechtschaft, das staatliche Wesen, dann kommt es mir so vor, dass die Natur der ultimativen Revolution, in die wir nun hineinschauen, genau das ist, was wir in diesem Entwicklungsprozess eine ganze Reihe von Techniken erschaffen, welche es die kontrollierenden Oligarchie ermöglichen wird, welche schon immer existierte und vermutlich auch immer existieren wird, Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Knechtschaft lieben, um sich an staatlichen Affären zu erfreuen, wobei sie sich nicht an jedem anderen vernünftigen Standard erfreuen. Und ich denke, diese Methode sind eine wirkliche Verfeinerung der alten Methoden des Terrors, weil sie die Methoden des Terrors mit den Methoden der Akzeptanz vermischen. By any decent standard, they ought not to enjoy. And these methods, I think, are a real
refinement on the older methods of terror because they combine methods of terror with methods of acceptance. Gut, dann sind da noch diese verschiedenen andere Methoden, die sie benutzen, zum Beispiel die pharmazeutische Methode. Das war eine Sache, über die ich in meinem Buch Schöne neue Welt gesprochen habe. Und das Ergebnis wird es sein, du kannst dir eine Euphorie vorstellen, welche die Leute durch und durch glücklich machen wird, sogar in den meisten abscheulichsten Verhältnissen. Ich meine, diese Dinge sind möglich. Die heimlichen chemischen, biologischen und radiologischen Tests durch Agenten an der ahnungslosen Bevölkerung werden heute immer noch weltweit fortgesetzt. Von 1940 bis 1979 wurde ein enormer Teil der britischen Bevölkerung durch Flugzeuge mehr als 2000 Mal mit tödlichen, chemischen und Mikroorganismen besprüht, ohne dass ihnen das jemals mitgeteilt worden wäre. 1968 testete das Pentagon eine tödliche Biowaffe in den New Yorker Fußgängerunterführungen und platzierte Personal in lokalen Krankenhäusern, um die Wirkung zu beobachten. Aggressive Sterilisation von Männern und Frauen wurden in vielen Staaten bis in die Mitte der 80er durchgeführt. Die Vereinigten Staaten und England testen derzeit Pestizide und hochtoxische experimentellen Drogen an Zehntausende von gesunden Pflegekindern. Viele von ihnen sterben als ein Ergebnis dieser Experimente. Gefängnisse überall in der Nation zwingen Häftlinge, an grausamen Experimenten teilzunehmen, im Bereich von Pestizidstudien, wo sie Tabletten mit Dioxinen in ihren Rücken eingesetzt bekommen. Schrittweise, durch selektive Zucht der erblich bedingten Unterschiede zwischen den Machthabern und den Beherrschten, wird so lange steigen, bis sie annähernd unterschiedliche Spezies sind. Ein Aufstand des Pöbels würde unmöglich werden. Genauso unmöglich wie ein organisierter Aufstand von Schafen gegen die Praktiken eines fressenden Hammels. Bertrand Russell. H.G. Wells, Aldous Huxley, Bertrand Russell und andere Eugeniker prahlen ständig darüber, wie die Führungsschicht sich selbst glaubt, dass sie eine fortgeschrittene Spezies sind, als der durchschnittliche Mensch seien. Top-Eugeniker waren dreist genug zu bekennen, dass ihr wirkliches Ziel nicht die erbliche Verbesserung des Durchschnitts ist, aber ferner das geistige Niveau so weit zu senken, dass man sie besser handhaben könne. Nobelpreisträger Russell schrieb längst, wie Schutzimpfungen mit Quecksilber versehen sind und oder anderen gehirnschädigenden Substanzen würden teilweise chemische Lobotomien verursachen und erschaffen eine unterwürfige Zombie-Bevölkerung. Diäten, Indizierungen und Vorschriften werden kombiniert ab einem sehr frühen Alter, um eine bestimmte Art von Charakter zu schaffen und eine Art des Glaubens, die Behörden als wünschenswert erachten. Und jede ernsthafte Kritik an den Mächten wird psychologisch unmöglich sein. Bertrand Russell. Der von Kissinger autorisierte US-Plan zielte auf 13 Schlüsselländer ab, wo die massive Populationsreduktion ausgerufen wurde. Kissinger schlug vor, dass IMF und Kredite der Weltbank nur unter der Voraussetzung gewährt werden, wenn diese Nationen aggressive Bevölkerungskontrollprogramme wie zum Beispiel Sterilisation initiieren. Kissinger schlug ebenfalls vor, Nahrung als Waffe zu benutzen und Kriege anzustiften, welche ebenfalls ein hilfreiches Werkzeug in der Populationsreduktion sein sollten. 1972 richtete die Nixon-Regierung ebenfalls eine Eugenik-Richtlinie ein, welche durch George Herbert Walker Bush geleitet wurde. Damals wurden die Vereinigten Staaten der Repräsentant der Vereinten Nationen. Bush beriet China bei der Formulierung ihrer Ein-Kind-Richtlinie und unter der Regie der föderalen Regierung gewaltsam mehr als 40% der Frauen der Ureinwohner Amerikas in den Reservaten zu sterilisieren. Der Bilderberg beherrschte Club of Rome schlug vor, die Umweltschutzbewegung als die beste Front für die Reduktion der Bevölkerung einzurichten. Westliche Bevölkerungen würden Sklaverei akzeptieren, wenn es verpackt als Schutz der Welt wäre. Die Industrialisierung von Afrika, Asien und Lateinamerika könnte gesperrt werden. Die Bürger würden schneller ihre Souveränität aufgeben, wenn es als ein Weg verkauft werden würde, dem Planeten zu helfen. Der Club of Rome hat ebenfalls den Spitzenölpreisbetrug ausgeheckt, als ein Weg, eine künstliche Knappheit zu erschaffen. Der Club von Rom hat energisch eine globale Kohlenstoffsteuer vorangetrieben, als einen Weg, ihre planetare Regierung zu finanzieren. In der Entwurfskopie der Vereinten Nationen zur globalen Artenvielfalt bewertet, zeigt es sehr klar, dass wir die globale menschliche Population von seinem aktuellen Wert von 6 Milliarden Menschen runter auf unter 1 Milliarde Menschen senken müssen. In den 1970er Jahren entwickelte Südafrika rassenspezifische Biowaffen,
die auf Schwarze und Asiaten abzielen. Und anschließend verkauften sie die Technologie nach Israel, Mitte der 1980er Jahre. Das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert wurde im September 2000 in einem Dokument veröffentlicht, in welchem Dick Cheney rassenspezifische Biowaffen als politische, brauchbare Werkzeuge bezeichnete. Und irgendjemand meinte, nun, warum würden sie die menschliche Population reduzieren wollen? Denn das bedeuten würde, dass sie weniger Geld bekommen. Die meisten Menschen haben keine Ahnung. Sie sind nicht hinter dem Geld her. Sie haben alles Geld, was sie brauchen. Sie wollen Macht. Das ist ihr Aphrodisiakum. Die Überherren der neuen Weltordnung stoßen nun energisch das Vorantreiben der Ein-Kind-Richtlinie weltweit an. Die chinesische Ein-Kind-Richtlinie wurde in kleinen Teilschritten durchgesetzt. Es begann in den 1960er Jahren. Da musstest du lediglich ein Strafgeld zahlen. Erst später wurdest du inhaftiert, wenn du mehr als ein Kind hattest. Jetzt werden exakt die gleichen Vorschläge gemacht, um amerikanische und europäische Paare zu bestrafen, die mehr als ein Kind haben. In dem Bestreben, die globale Erwärmung zu reduzieren, werden die Kinder die neuen Verdächtigen. Eine Ideenschmiede in Großbritannien sagt, dass Kinder den Planeten schlimmer machen, will heißen große Familien. Alle mit mehr als zwei Kindern sollten missbilligt werden, als ein umweltbedingtes Tabu, ähnlich wie Plastikbeutel, nicht wiederzuverwenden, ein großes spritfressendes Auto zu fahren oder lange Reisen auf hoher See. Tatsache ist, dass Großbritannien negatives Wachstum verzeichnet. Ich denke auch in Kanada. Familien in unseren reichen Ländern sollten nicht mehr als zwei Kinder haben. Eine totale Weltbevölkerung von 250 bis 300 Millionen Leuten. Eine 95-prozentige Verringerung vom jetzigen Stand wäre ideal. Ted Turner, Interview, Audubon Magazine. Die Bill und Melinda Gates Gesellschaft gaben 1999 $2,2 Milliarden der geplanten Elternschaft dem Vereinten Nationen Bevölkerungsfonds und anderen bevölkerungsreduzierenden Gruppen. 2007 hat Gates mehr als $30 Milliarden höchst exklusiv den bevölkerungskontrollierenden Gruppen gegeben. Die kontrollierte gesellschaftliche Presse berichtete zynisch, dass die Gates das Geld der Dritten Welt gegeben haben, um dort den Kindern zu helfen. Bill und Melinda Gates wurden entthront, als der weltfreizügigste Philanthropist, ihr Freund und ein enthusiastischer Freund der Bevölkerungsreduktion, Warren Buffett, eine Armee von Bevölkerungskontrollgruppen mit 37 Milliarden finanzierte. Und ich denke eigentlich, dass die Welt besser sein würde, wenn nur 10 oder 20% von uns übrig blieben. Dr. Eric Pienka. Der prominente Biologe der Universität von Texas, Dr. Eric Pienka, sagte, während er eine Auszeichnung von der Texanischen Akademie des Wissens bekam, die weltweite AIDS-Pandemie wäre angeblich nicht gut, es ist zu langsam. Und er sprach laut über die Vorteile von Ebola, es würde 90% der Bevölkerung schnell auslöschen. Als seine Statements in eine nationale Kontroverse ausbrachen, verteidigten seine diplomierten Studenten ihn aus dem Grund, dass Pienka zu konservativ sei. Denn es sollten alle Menschen ausgerottet werden. Aber am beängstigendsten war die Tatsache, dass in einer Ansammlung von über 1000 Wissenschaftlern, lokalen Zeitungen berichteten dies, 95% von ihnen zu Besuch Pienka anhaltende Standing Ovations gaben. Jedes Mal, wenn er die Vorteile von massenausmerzenden Mikroben und menschlicher Zerstörung sprach. China war in der Lage, über den Berg zu kommen und die weltweit führende Supermacht zu werden, weil sie einen Polizeistaat haben. Und sie sind in der Lage, die Vermehrung der Menschen erzwungen zu beenden. Dr. Eric Pienka. Die Eugenikbewegung hat jetzt das meiste ihres Nazitrosses abgeschüttelt und benutzt die von den Leuten legitimierten Konzerne zum Umweltschutz als einen Mantel, um ihre wahren Ziele zu verbergen. Jeder möchte saubere Luft atmen und gutes Wasser trinken, aber die Führer der Umweltschutzbewegung haben nichts dafür getan, außer dass die Leute mit diesen Konzernen zusammenarbeiten und sie mündlich in die Unterstützung der globalen Richtlinien, die die dritte Welt destabilisieren und unsagbares Elend erschaffen, einzubinden. Künstliche Umwelt- und Naturschutzgruppen sind jetzt die größten privaten Landbesitzer auf der Welt. Sie beeinflussen die Regierung, das Eigentum der lokalen Population wegzunehmen, nur um es später selbst neu aufzubauen. Wenn das US-Militär Millionen Gallonen von Nervengas an der US-Ostküste abladen, dann sagen sie kein einziges Wort.
Tausende Gesellschaften erschaffen transgenetische Kreuzspezien-Gemische, verbinden Plantagen, Tiere und Insekten und lassen diese neuen Organismen in die globale Biosphäre heraus. Zerstörung des wirklichen genetischen Codes dieses Planeten. Große Umweltorganisationen machen gar nichts. Die gesellschaftliche Elite dieses Planeten intensiviert ihre Offensive für ein globales Steuersystem über einen jahrelangen Aufbau der Life Earth History, abgehalten am 7. Juli 2007 auf 7 Kontinenten.回家洗洗手，对吧？注意一下卫生。串门只串自家门。大爷，这是非常时期，你不戴口罩又往外跑，别笑了，赶紧骑你的三轮车回家，对吧？没事别往出跑，你看口罩也不戴，你还看啥？赶紧走，对吧？小朋友，现在是非常时期，别在外面溜达，口罩也没戴，赶快往家走。现在这个冠状病毒多严重啊，快跑，别再出来了啊，在家好好待着，为社会做贡献。Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins un mètre entre chaque personne. Rappel des consignes relatives à l'épidémie de COVID-19. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Wer bist du denn, mein Kleiner? Sollst du denen zeigen, wo ich bin? Das ist aber gar nicht nett.